Achtung, ich starte. Das ist jetzt der künstliche Sportbau 95. Wir messen damit jetzt die Standortvorformung. Das funktioniert so, dass auf diesem Reifuß das Gewicht so hoch gehängt ist und somit noch Feder eingestellt ist, dass die Stoßkraft 150 Kilopond beträgt, 1500 Newton. Und da wird gemessen, wie der Boden nachgibt. Und da sagt die Norm, der muss mindestens 2,3 mm nachgeben. Und das wird in diesem Wegführung gemessen. Die Zeit zwischen ersten und zweiten Aufprall. Und der Versuch wird fünfmal wiederholt. An einer Messstelle ist der Strom. Und dann werfen wir uns mal auf. Machen wir es nochmal mit dem Akku. Und dann rufen wir die Messstelle, die an der Messstelle ist. Ja. Ich habe eine ganz normale. Millimeter Fallhöhe fallen muss. Das stellt er jetzt gerade ein. Ah, okay. Okay, passt. So, dann machen wir den Kopf. Gut. Und dann machen wir den gleichen so rüber und das sieht aber nicht ganz so gut aus.